So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, letztes Mal, man sieht es schon, haben wir eine erste Geoglyphe gefunden. Und Geoglyphen sind scheinbar Erinnerungen. Das heißt Erinnerungen nicht, aber so diese Erinnerungsvideos, die es in Breath of the Wild gab, gibt es hier auch wieder in dieser Form. Und zwar so, dass hier eben offensichtlich man sieht, was mit Zelda passiert ist. Und da haben wir was sehr Interessantes gesehen. Nämlich, dass sie scheinbar auf der Himmelsinsel gestrandet ist, aber in der Vergangenheit, denn Rauro und Sonja haben da gelebt. Und das ist sehr merkwürdig. Genau. Ich gehe übrigens davon aus, dass wahrscheinlich, wenn man jetzt hier als erstes diese Geoglyphe gefunden hätte, dass dann wahrscheinlich im Pardot gewesen wäre, dass die einfach bei jeder Geoglyphe wäre und nicht jetzt nur bei der. Das wäre sehr interessant. Jedenfalls wollen wir als nächstes erstmal den Turm hier aktivieren, der ist irgendwo da, und dann hier zu diesem Tempel uns begeben. Denn da soll es auch noch was Wichtiges für uns geben, laut Impa. Genau, wir haben hier unten den Schrein aktiviert, wir haben ein bisschen was am Stall gemacht. Ja, dies, das. Aber jetzt, wie gesagt, gehe ich zum Turm. Ist das, was ich denke, weil da so ein Stein drin steckt? Ist das jetzt so ein... Oh Gott. Wir gehen schön außenrum. Kein Interesse an sowas. Ah, jetzt kann ich gucken, ob ich noch Schild schlittern kann. Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie das ging. Nee. Ja, keine Ahnung, wie mein Schild schlittert. Okay, wir gehen zum Turm. Oh, ich habe gar keine Waffe. Ach, weil ich die Fackel weggeworfen hatte, die eine, ne? Oh, jetzt habe ich gar keine Fackel mehr. Hä, ich dachte, ich habe die mitgenommen von dem... Ach, Scheibenhonig. Dann habe ich die wohl nicht mitgenommen. Schön Monstermaterialien. Wichtig und richtig für Medizin. Immer mehr davon. Immer her damit. So. Und noch eins. Prima. Okay. Wir nähern uns dem Turm. Ist auch so ein Stein. Wir nähern uns weiter dem Turm. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß nicht, wo der sonst überall noch gelauert hätte, aber sehr gut. Sehr gut. Aber du brauchst bestimmt wieder deine Rasseln, ne? Die Bäume da drüben. Richtig gruselspukig. Oh. Maronus in der Patsche. Episoden. Muss ich jetzt da mit den Bäumen? Sind das so... Ja, das sind solche Bäume. Aber ich kann ja gegen die nicht kämpfen. Außer ich habe Feuer. Oh ne, muss ich die jetzt beide erledigen, oder was? Oh je. Nein. Also kann ich die ohne Feuer besiegen? Das ist halt die Frage, ne? Ich glaub's ja nicht. Ja, verbrenne. Mein Gott, ich drück immer die falschen Tasten. So, er macht einen Abflug. Ich drück immer die falschen Tasten.
War das früher so, dass an der Stelle der Bogen war? Oder warum bin ich das so gewohnt? So falsch zu drücken. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt mach dich weg. Sehr schön. Die schrecklichen Gruselgestalten sind ja fort. Kannst mich sehen, das ist aber fein. Grüß dich, ich heiße Maronus. Wir kennen uns doch. Ich bin der Musiker aus dem Wald der Crocs im Nordosten, bekannt für Rasseln und für große Tanzleidenschaft. Schönen Dank für deine Hilfe. Ohoho. Ich werde mich erkenntlich zeigen, indem ich für dich ganz tanze und deine Tasche größer mache. Doch Moment, irgendwas stimmt nicht mit meinen Rasseln. Sie sind leer, kein einziger Crocsamen mehr drin. Da welkt die Tanzlaune. Oh, 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 die Kinder des Waldes haben sie wohl wieder geklaut. Hätte ich nur einen einzigen Crocsamen, könnte ich singen, tanzen und dich mit meinen Kräften beglücken. Yes, let's go. Ja, wir quatschen das jetzt einfach kurz durch. Ich habe Crocsamen, gib mir Tasche. Waffentasche. Ja, das kennen wir. Juhu. Ja, weiter, weiter, weiter. Richtung Osten. Du bleibst jetzt aber erstmal hier, ne? Ja, sehr gut. Wir gucken uns das jetzt einmal an. Okay. Gut, haben wir es uns einmal angeguckt. Wunderbar. So. Nein, du haust jetzt nicht ab. Nee, nicht ab. No. Frech. Na gut. Na gut, wir haben ihn einmal gefunden. Wir haben schon mal zweimal Waffentasche erweitert. Das ist doch was. Tschüss, Baum. Sorry, Rumi. Aber du gibst halt nur mal Geld. Und ich brauche Geld. Auch wenn es jetzt nicht so viel war. Kein Glück gehabt. Oh, hier ist wieder eine Höhle. Will ich jetzt gerade tatsächlich nicht rein, außer... Also das ist was mit einem Croc, aber wie löse ich das aus? Ich kann mich ja nicht an die Decke stellen. Ja, gut. Hä, wie funktioniert das? Was muss ich da tun? Was muss ich tun, um das Ding auszulösen? Also löse ich das aus, indem ich da durchschieße? Ha! Tatsache. Okay, gut. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben, wie das funktioniert. Sehr gut zu wissen. So. Da geht's dann runter in die Höhle. Machen wir wann anders die Höhle? Jetzt nicht. Ich will jetzt erstmal den Turm auslösen. Und dann will ich mich in Richtung dieses Tempels begeben, von dem die Rede war. Das klang interessant. Das klang interessant und nützlich. Ah, das funktioniert natürlich so nicht. Mir den brauche ich. Sehr schön.
Sehr gut. Okay, wie komme ich da hoch? Oh, vielleicht muss ich durch die Höhle. Kann es sein, dass man durch die Höhle muss und dann von unten wieder so hochkommt? Weil ich glaube, da hochklettern wird so nichts mit. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das da unten war mal dieses Donnergebiet, ne? Das ist jetzt scheinbar kein Donnergebiet mehr. Aber ich erinnere mich grob an diesen Ort. Na gut, ich könnte was ausprobieren. Warte mal. Kann ich das schieben? Ich wollte es schieben. Aber das könnte trotzdem funktionieren, was ich vorhabe. Ah, das ist ja nah genug. Das ist ja mehr als nah genug dran. So. Bin ich jetzt weit genug unten? Yes! Das ist der way to go. Funktioniert er auch schon, der Turm, ist die Frage. Ah, ja. Ja. Danke. Sehr schön. Das muss man scheinbar trotzdem immer angucken, auch wenn es immer das Gleiche ist. Perfekt. Sehr gut. Himmel und jetzt aber dann wahrscheinlich... Nee, Quatsch, unten nicht. Unten diesmal nicht. Also es ist immer nur Himmel auch. Ja. Da drüben scheint das Dings zu sein. Nee, da ist eine Fee. Da ist eine Fee. Oh, warte mal, ich könnte darüber zu diesen Himmelsinseln. Ah, könnte ich wahrscheinlich nicht. Nee, schaffe ich nicht. Oder? Ah, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ach, ich komme hier hin, so ein Mist. Wollte ich jetzt gar nicht. Ich hab's befürchtet. Ich wollte doch woanders hin. Aber jetzt... Oh, bis hoch komme ich nicht, ne? Nee.
Nee. Bis ganz hoch komme ich dann leider doch nicht. Aber vielleicht kann ich hier noch irgendwas Interessantes finden. Ist leider auch gar nichts Interessantes. Das ist ja jetzt ärgerlich. Nee, hier ist halt einfach nichts. Ja, gut, ne? Ein Hauch von nichts ist hier. Okay, wo war jetzt die blöde Fee? In welche Richtung war jetzt die blöde Fee? Irgendwo da hinten. Es geht noch weiter runter. Wo war die Fee? Hier, da, okay. Okay. Wir sind noch auf den Spuren der Fee. Ist hier noch irgendwas drauf? Nee. Auch uninteressant. Ah, jetzt waren wir mal auf so einem Gebilde, aber das ist jetzt leider nicht spannend gewesen. Kann man nichts machen. Mein Krog. Gornisch. Na gut. Oh, das da unten sieht jetzt allerdings tatsächlich... Okay, das sieht jetzt tatsächlich interessant aus. Nein. Also hier ist jetzt auf jeden Fall irgendwas. Das war viel zu knapp. Das war viel zu knapp. Oh mein Gott. Hallo, na? Dies ist dort eine Zeremonie, deren Teilnehmer bei einem Sturzzug ihren Mut beweisen können. Ach so. Sturzflugzeremonie, ja, let's go. Bitte lass mich erläutern. Die Sonne absolvierten sie, um das Kindesalter hinter sich zu lassen. Ja. Ah, okay, da oben ist der Startpunkt. Sämtliche Ringe durchfliegen. Besonderes Gewand. Hier gibt's Kleidung. Ja, let's go. Übungsrunde. Ja, okay. Okay, let's go. Okay. Na, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen können. Vor allem jetzt sind wir ganz oben, oder was? Wo ich gesagt habe, da komme ich nicht hoch. Auch witzig. Ist jetzt hier irgendwas anderes dann? Oder ist das einfach nur wirklich dieser Startpunkt eben? Ah, dann ist das wahrscheinlich einfach nur der Startpunkt. Und hier gibt's nichts zu holen. Okay, alles klar. Dann ist das so. Ja, dann let's go.
Okay, einfach gerade runter. Da geht's auch einfach gerade runter. Jetzt sind wir ja schon fast da. Ja, easy. Jetzt ist nur die Frage, wie lange man brauchen darf dafür. Na? Was ist das denn jetzt? Ein Schrein! Ne. Ich krieg nicht nur ein Gewand, ich krieg einen Schrein. Ja, chillig. Ja, okay. Übungsrunde schon mal erledigt. Dafür gab es schon mal einen Schrein. Sehr, sehr schön. Aber jetzt hier for the real deal. Ich bin bereit. Eine Energiesphäre. Ja, alles klar, kriegst du. Wir haben ja genug. Okay, ich hab doch jetzt nicht länger als 35 Sekunden gebraucht, oder? Das lief doch okay. Let's go! Ja, easy. Zack! Sag ich doch, easy! Gib mir Gewand. Was kriege ich jetzt? Neue Kleidung? Deine Zeit beträgt, bla bla bla. Ja, 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 ja. Hier, gib. Aeroharnisch. Der an dieses Hemd angenähte Stoff sorgt bei Sturzflügen für Auftrieb, was das Gleiten im Fallen erleichtert. Oh, okay, klingt sehr interessant. Ist jetzt aktuell nichts, was ich anziehen werde, weil ich es noch nicht... Was? Okay, 20 Sekunden muss ich auch noch schaffen. Also das wird jetzt natürlich kritischer. Da muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich... Moment, dann ziehen wir den Aero-Harnisch an. Weil dann kann ich jetzt so besser steuern. Ja. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich hab verfehlt. Ich hab verfehlt, das hätte ich geschafft. Okay, aber ich hab nicht nachgedacht mit dem Aero-Harnisch. Den hätte ich eher anziehen sollen. Okay, gleich nochmal. Let's go. Easy. Richtig easy. Sehr schön. Fantastisch. Was kriege ich jetzt? Große Sono-Energiesphäre. Okay, alles klar. Ja, Link. Super. Nö, jetzt nicht mehr. Sehr, sehr cool. Das war wirklich cool. Jetzt ziehen wir aber wieder das Richtige an, weil ich glaube, die andere Kleidung hat, ja, 3 Abwehr und so, ne? Ist besser hier. Die ist stärker. Haben wir Ausdauerknoten schon mal fotografiert? Wahrscheinlich nicht. Ah, doch haben wir, okay. Gut. Noch eine. Noch eine. Kann ich ihn fotografieren? Nein, okay. Hier was zum Fotografieren? Nein. Okay.
Oh, Feen! Hab ich sie? Mist. Ach, bleib doch hier. Oh, Sonnenflecken. Auch wichtig. Da ist noch eine. Jetzt aber. Jawollo. Okay, kriege ich sie auch noch? Nein, ich bin wieder... Ich habe nicht gemerkt, dass ich wieder aufgestanden bin. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Na gut, dann lösen wir mal den Schrein aus. Das waren, glaube ich, alle Feen, die ich verjagt habe. Ah, noch eins. Sehr, sehr gut. Sonnenflecken. Okay, also das heißt, Sonnenflecken sind jetzt auch kein Problem mehr, die zu bekommen, weil ich kann ja jederzeit zum Beispiel hier hoch. Oh, noch mehr Sonnenflecken. Ja, damit. Fleckchen. Ist ja die Verharmlosung. Das heißt ja Fleckchen. Oder drüben kann ich auch hin. Ja, löse mir den kurz aus, dass sie mich hinporten kann, falls ich runterfalle. So. Falls ich da nämlich gleich runtersegel. Aber da drüben ist Groggy. Da drüben ist Groggy. Ab dafür. Da gehen wir einmal gerade hin. Say what? Ach so, ich muss den fangen in der Luft. Verstanden. So. Und jetzt will ich wieder zurück. Nee. Ja, dieses zurück. Ich will den Schrein machen. Boah, die Welt ist so riesig, ne? Es ist Wahnsinn. Also wir werden garantiert nicht alles machen können. Garantiert nicht. Aber, ja, die wichtigsten Sachen werden wir hinkriegen, hoffentlich. So, sehr schön. Schrein, auf geht's. Mal gucken, wie schwer er ist. Ob wir den in der Zeit jetzt noch schaffen. Wir sind bei 29 Minuten, sehe ich das richtig? Ja, 28, 29, irgendwas in dem Dreh. Wenn du den Morast trittst, versinkst du und kannst dich... Okay, tschüss. Okay, hier kriege ich Pfeil und Bogen beigebracht. Ja gut, ist in Ordnung. Dann sollte das jetzt kein schwieriger Schrein sein. Wenn ich hier sogar erklärt bekomme, was Sache ist. Okay, let's go. Hebst du im Flug den Bogen, erhöht sich dein Fokus. Ja, kennen wir. Das ist die Chance zum Windbomben. Ja. Ja, let's go. Sehr gut. Hat gut funktioniert. Ich habe keinen Bogen mehr. Ausgezeichnet. Ja, und jetzt? Ah, ja. Okay, muss ich jetzt alle drei auf einmal treffen, oder was? Wo ist der andere?
Ja, easy. Gut. Prima. Dann hätte es hier wahrscheinlich Bogen gegeben. Aber alles, was wir schon haben. Ja, aber Pfeile nehmen wir natürlich noch mit. Sehr gerne. Und auch das haben wir schon, der Konstruktbogen. Ganz normaler Bogen. Nichts Spannendes, aber die Energiesphäre natürlich auch noch. Wait a moment. Ah ne, okay, ich dachte. Ich dachte. So. Oh, okay. Ja, dann kommt der eine Konstruktbogen halt wieder weg. Und dann hat sich das erledigt. Sehr schön. Gut. Nummer 6. So, vielleicht schaffen wir es jetzt noch zur Fee. Ach ja, es ist wahrlich das Spiel der Ablenkungen. Es ist, ja. Es ist wahrlich das Spiel der Ablenkungen. Okay, die Fee muss irgendwo da unten gewesen sein. Ja, genau da, wo es rot ist. Ist es überhaupt... Es sieht aus wie Fee, ne? Aber... Nee, das ist nicht mehr... Nee, das ist nicht Fee. Das ist so ein Loch. Aber ich hatte doch auch eine Fee gesehen. Oder war das dann doch das Loch hier? War das doch keine Fee? Da wäre auf jeden Fall auch ein Schrein. Ha. Ich hätte schwören können, ich habe eine Fee gesehen. Nee, dann war das doch dieses Loch. Ah. Ja gut, komm, ist egal, dann machen wir kurz den Schrein, den wir hier sehen. Dann haben wir noch einen Schrein erledigt. Ist doch auch was. Und dann haben wir hier zu diesem Miasma-Untergrund-Dings auch ein Portal. Ich hätte schwören können, ich hätte eine Fee gesehen. Ich bin verwirrt. Aber ist egal. Hoppala. Das hat ein bisschen wehgetan. Nicht weiter schlimm. So. Rein da. Vielleicht geht er ja auch schnell. Wünschenswert wär's. Wünschenswert wär's. Transportart. Okay, das klingt kompliziert. Das sieht nicht nach kurz aus. Also hier muss eine Kugel rein. Man kennt's. Da ist die Kugel. Da sind Leitern, da kann ich rüber. Aber so kann ich auch mich bewegen. Da ist eine Truhe. Nein! Oh, schade. Ärgerlich. Ja, die Frage ist halt, kann man überhaupt
von hier an die Leiter springen. So, weil ich kann halt hinlaufen. Aber ich glaube, ich kann nicht an die Leiter springen. Ah, vielleicht kann man es, aber ja, so nicht. Wäre interessant gewesen, ob es geht. Wäre äußerst interessant gewesen. Ja gut, komm. Das war nicht, was ich wollte. Nicht ganz. Die Frage ist, hält das? Das wird auch nicht halten. Das wird runterstürzen, ne? Ach nee, das sieht doch sogar ganz stabil aus. Ah, nur leider nicht weit genug. Das ist jetzt ja blöd. Hey, du fällst jetzt. Wir haben es gleich, Link. Okay, jetzt haben wir es. Und ab an die Leiter. Sehr schön. Haben wir die Truhe schon mal. Oh, wow. Okay, wenn ich die jetzt nicht mitnehme, zählt es trotzdem als genommen? Das habe ich befürchtet. Okay, dann schmeißen wir kurz den runter. Jetzt zählt es als genommen. Ja. Und dann nehmen wir den wieder mit. So. So muss das. Okay. Ja, da ich eh dann die Kugel... Also die Kugel könnte man dann natürlich auch wieder so balancetechnisch transportieren. Ich finde es halt nur witzig, dass man das machen kann. Dass man überhaupt auf den Dingern laufen kann, das finde ich super witzig. Für die Kugel ist es natürlich nicht so sinnvoll. Das ist auch klar. Aber ich finde es einfach lustig. Okay, machen wir es mal richtig jetzt. So. Aber man könnte theoretisch den kompletten Weg die Kugel einfach so tragen. Das ist irre. So. Wobei, kann ich jetzt nicht einfach... Er ist nicht weit genug, ne? Er ist nicht weit genug. Hätte mich auch gewundert. Hui. So. Ja, wir müssen jetzt ja eh einfach nur hinterher. Alles jetzt nichts Dramatisches hier. Was ist das? Okay. Kommt da eine Kugel raus, wenn ich es verkacke? So, dass die jetzt gespeichert ist? Wahrscheinlich, ja. Okay. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen was bauen. So, jetzt hoch. So.
So. Wie viele von den Dingern sind hier? Hallo. Ich glaube 4, oder? Ja, 4. Halt, wo willst du hin? Hallo, wo willst du hin? Bleib mal schön hier. Okay, was baut man denn jetzt mit den 4 Dingern? Ich meine, ich habe ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Mein, das Simpelste wäre sowas hier. So, jetzt zack, hier und dann... Jetzt kann da ja eigentlich schon gar nichts mehr passieren, großartig. Na, so, jetzt macht's halt hier... Hui! Und es war nicht so gut. Okay, sie kam tatsächlich hier wieder raus. Gut! Aber so in etwa könnte das ja schon funktionieren, wenn man das ein bisschen vorsichtiger baut, ne? So. Yay! Easy. Jetzt ist hier nur noch eins. Ja, okay. Jetzt ist hier nur noch eine Sorille. Jetzt halt so diese Eckdinger zusammenpacken, na. Komme ich denn wieder ran eigentlich? Mann! Ja. Sehr schön. So. Okay, was könnten wir jetzt hier Schönes zusammenbasteln? Eine Idee wäre...
dann eher so. So. Das Problem ist halt... Nein, bleib hier! So. Theoretisch kann ich hier da draufsetzen. Okay. Kann ich den, warte mal. Kann ich den so schön direkt hier ansetzen? Weil dann könnte ich ja... Geht das? Das wäre witzig, wenn das gehen würde. Wenn ich jetzt hier oben dicht mache. Ja, praktisch so. Das sieht total komisch aus. Aber wenn ich das jetzt durch dieses Ding hier durchkriegen würde... Das Problem ist, dass es, das ist ganz schön kurz. Ich glaube, das müssen wir anders bauen. Also, dass es anders gedacht ist, ist mir klar. Die Frage ist ja nur, würde es funktionieren? Oh! Oh! Lol. Ich kann den da durchdrücken. Ich konnte den da durchdrücken. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Jetzt tut es genau das, was es soll. Ja, lol. Ich konnte den einfach durchdrücken. Das ist genau die Intended Solution, ja. Ich will nichts anderes hören. Genauso muss man das bauen. Hallo. Komm doch mit. Genau so muss man das bauen und nicht anders. Okay, cool. Dann haben wir ja unseren nächsten Schrein, Nummer 7. Wunderbar. Okay, sehr gut. Dann schließe ich den Part hier ab, bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.